Natürlich ist mein heutiger Gast bekannt als Ikone von Schalke, als 46-facher deutscher Nationalspieler und als jemand, der dieses Buch hier auf den Markt gebracht hat. Dieser Weg wird kein leichter sein, mein Leben und ich. Herzlich willkommen, Gerald Asamoah. Wie kommt dieses böse Gerücht zustande, ich würde Schalke hassen? Ich hasse überhaupt niemanden und schon gar nicht Schalke. Das war Facebook. Facebook? Ja. Ja, man kann sich nicht wehren, oder? Aber ich habe so gehört, es gab ein paar gewissen Kommentar von dir, von über Schalke ja, damals. Also, und deswegen was heißt Kommentar? Es gab den einen oder anderen Scherz. da gab es ja auch reichlich Gelegenheit in den letzten Jahren. Aber das hat nichts mit Hass zu tun. Also von einem gewissen Fans hieß es einfach mal Hass, aber wie gesagt, du bist ja Bayern-Fan. Zumindest Mitglied, ja. Aber da sind wir schon beim schönen Thema Bayern und Schalke, Manuel Neuer. Wie beurteilt man, ist das diese neue Philosophie des mitspielenden Torwarts, was er da im Länderspiel gezeigt hat gegen Kasselsdarm? Ich habe ja mit Manuel selbst zusammengespielt auf Schalke und Manuel kann sehr gut Fußball spielen. Aber es passiert auch mal, dass gute Fußballer auch mit meinem Ball verspringen. Ja. Und das war nur leider so, dass das Tor dann gefallen ist. Es sah ein bisschen unglücklich aus. Ne? Ich meine, das gehört dazu. Man 4-1 ist okay. Passt so. Ja. Und es kann ja auch, wenn es nicht gerade Schweden ist, nicht schief gehen. Ja. Und dann auch so 4-0 noch ein 4-4. Und Manuel Neuer hat hier ein Geleitwort geschrieben. Ja? Das ist dann schon interessant zu sehen, dass er war sozusagen ein 13-Jähriger, noch im Parkstadion. Ja. Und sieht da sein Idol Gerald Asamoah. Und als er dann Profi wurde, wie war das? Hat er um Rat gefragt? Oder? Ich war mit Manu sehr, sehr gut halt und habe auch Manu sein Talent sehr, sehr schnell erkannt. Obwohl er im Buch schreibt, wo ich ihn auch damals angeboten habe, Manu, du bist so gut, ich werde dich am liebsten selbst kaufen, obwohl ich nicht so viel Geld hatte. Ja. Ich werde am liebsten dich selbst kaufen und dann irgendwann später vermarkten. Da meinte er, kackfrech zu mir, aber Asa, da musst du mir dein ganzes Vermögen jetzt, was du hast, geben. Und dann mache ich das mit, aber dann... Hab's leider nein gesagt. Hätte ich's gemacht, wäre ich jetzt nicht irgendwann nicht hier sitzen. ja, aber ich auch nicht. ja, aber wenn man es immer wüsste. Stimmt, man weiß ja nie, der liebe Gott weiß es. Wie wurde er am Wochenende trainiert in Fürth? Ja, ja, wir haben gestern noch trainiert und dann heißt heute frei. Seid ihr eigentlich schon abgestiegen, auch rechnerisch? Ja, rechnerisch ist noch alles noch möglich, aber wie gesagt, wir dürfen nicht träumen. Wir wissen schon, dass es schon hart sein wird, dann die Liga zu reiten. Deswegen. Ja. Ja. Und geht es dann auch mit in die zweite Liga? Nein. Nein, ich bin jetzt, werde 35 und wir müssen mal gucken. Beckham? Ja, Beckham. Bisschen Paris. Ich bin Gerald. So für Trikotverkauf oder so. Ja, haben Sie schon überlegt, was Sie machen nach dem aktiven Karriereende? Also es sind ja sehr, sehr viele Pläne, aber wie gesagt, wie man weiß, hängen sehr, sehr viel an Schalke und deswegen wird, denke mal, schon einen Weg zu Schalke finden. Aber wie gesagt, vielleicht geht noch ein Jahr noch Fußball, mal gucken. Aber wie gesagt, wenn es dann vorbei sein sollte, kann man ja auch Schalke irgendwas machen. Täusche ich mich oder waren Sie verletzungsanfälliger als andere Profis? Nö. Nee? War kaum verletzt. Aber was ich da gelesen habe, dass da brauchen wir fast ein Medizinstudium sozusagen. Ja, es war... Muskelabriss und... ja, das gehört ja zum Fußball. Gucken Sie mich an, ich bin ein bisschen leicht. Bisschen gut gebaut. Bisschen durchsetzungsfähig, würde ich sagen. Bisschen Muskel. Und deswegen ist das ja, da kriegt man mehr Muskelverletzungen. Aber wie gesagt, also ich kam sehr, sehr gut durch. Ja. Also ich bin ja schon lange dabei, ich kam sehr gut durch. Und ja eine, sozusagen eine angeborene Herzkrankheit, ja? Was ist das genau? Also ich habe das Muskelverdickung ist das. Das Muskel, Herzmuskel ist dicker als normal. Also normale Menschen, die... Bei mir ist das 16 und normale Fußballer haben 12 halt. Und deswegen war der Risiko halt, dass wenn ich damit Fußball spielen sollte, dass irgendwas passieren könnte. Und das war der Risiko, wo dann mir die Lizenz entzogen wurde. Das heißt, was macht man dagegen? Also ich habe damals eine Untersuchung, bin nach USA geflogen, wurde dann
richtig untersucht und dann hieß es, da ist ein Risiko da, dass was passieren kann, aber muss gewisse Tabletten einnehmen und dann geht es ja schon. Aber wie es auch im Buch steht, steht ja, dass ein Risiko da ist, Risiko ist unter 1%, aber ist okay. Und da muss ich gar nicht auf der Straße umgefahren werden und deshalb sage ich, gehe das durch und versuche meinen Fußball weiterzumachen. Und damals war ich 19 und jetzt bin ich ja schon fast 35. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie sozusagen die Stiftung ins Leben gerufen haben, die sich für herzkranke Kinder einsetzt. Ja, stimmt. Also damals, als das passiert, habe ich mir versprochen, wenn es mal wirklich klappen soll, dass ich wieder Fußball spiele, dann will ich irgendwas zurückgeben. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, wo es dann gut lief, habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich was zurückgeben, weil mein Leben darf man nicht vergessen, wo man herkommt. Sie kommen aus Ghana. So ist das. Sehnsucht dahin? Nein, also ich glaube, ich bin zu deutsch geworden. Wirklich? Ich bin zu deutsch geworden und klar, wenn ich in Ghana bin, gehe ich Familie besuchen, Oma, aber sonst... Die Oma lebt noch da? Die lebt noch in Ghana, ja. Und das ist auch noch eine große Familie, wie kann man sich das vorstellen, so ein Besuch in Ghana? Also die meisten, meine Geschwister leben alle hier in Deutschland, halt, in Hannover, aber da sind ja Cousins und es ist einfach so, wenn ich da bin, sind alle bei mir im Haus und ich bin ja meistens ja nicht so lange da, ich bin meistens 10 Tage da und dann bist du wieder weg und dafür ist man einfach diese 10 Tage einfach zu genießen. Ja, ich habe immer den Eindruck gehabt, dass Sie sozusagen offensiv damit umgehen, dass Sie aus Afrika kommen und das auch sozusagen bewusst thematisieren. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit Rassismus oder mit Ausländerfeindlichkeit in Fußballstadien? Ja, sehr viel. Also es ist ja natürlich sehr, also ist ja sehr schwierig, wenn ich war der erste Farbige, der für Deutschland spielte und es war so in der Nationalmannschaft. Ja. Und es war einfach so, dass ich meistens dann bei gewissen Spielen dann meistens ausgepickt wurde von gewissen Leuten, die uns halt nicht akzeptieren wollen. Und es gab für mich war dann das schlimmste Erlebnis war ja damals dann nach dem WM 2006, wo wir ein Spiel hatten in Rostock, wo ich dann allein ausgepickt wurde und wirklich dann wirklich ganze Spiel lang beschimpft wurde. Und das war für mich so ein gesagt habe, das kann doch nicht sein. Nach so einem WM, wo es alles super lief, wo ich ein Teil dieser Nationalmannschaft war, jetzt auf einmal wäre ich ausgepfiffen. Und das war so ein Ding, wo ich sehr, sehr enttäuscht war. Hat sich das gebessert, dieses Verhalten? Klar, also Verhalten, also muss man sagen, natürlich ist der Thematik noch da. Ich meine, vor kurzem ist ja noch passiert mit Boateng, dass in Italien was so passiert. Also wie gesagt, vergleichbar zu Deutschland muss man sagen, dass Deutschland schon besser geworden ist. Aber wie gesagt, Thematik ist noch da, muss man sagen. Man darf das nicht wegreden, aber es ist noch da. Und was kann man da machen als Spieler eigentlich? Versuchen das sozusagen durch immer wieder Aufklärung oder mit den Leuten reden? Oder offensiv damit umzugehen. Ich meine, wir neigen ja dazu, wenn was passiert, dann reden wir sehr oft darüber. Aber wenn das vergessen ist, dann redet kein Mann darüber. Und deswegen ist es einfach, dass man einfach versucht, dort damit umzugehen. Ich meine, ich habe vielleicht einfach, wenn ich im Alter rumlaufe, erkennen mich die Leute und werde nicht so angepuppelt wie gewissen Leuten, die vielleicht nicht Asamoah bin, sondern die werden einfach angegriffen. Und das ist einfach, dass man einfach diese Thematik einfach wirklich ernst nehmen müssen, weil das einfach da ist. Sie haben 2 Bundestrainer erlebt. Rudi Völler, der hat Sie praktisch in die Nationalmannschaft geholt. Ja. Ja. Schöne Geschichte. Verrate ich nicht, sollen ja die Leute lesen im Buch. Aber die Geschichte mit Klinsmann, die können wir vielleicht erzählen. Das war dann sozusagen, Comeback kann man nicht sagen, oder? Ja, der hat, wie gesagt, es war ja so, dass ich dann, wie es so im Buch steht, ich war ja bei Rudi Völler, dann war ich dann wieder weg, ganz weg. Und dann kam ein Heinkes, der damals aus Schalke war, der mich ja wirklich, da musste ich so 2-3 Kilo abnehmen, weil ich da ein bisschen im Urlaub ein bisschen viel gegessen habe. Ja. In Ghana war der Urlaub? In Ghana, wo sonst? Aber was ist man? Ist man da fett in Ghana? Ich dachte, da haben wir viel Obst, Gemüse. Ja, schon, gibt's Obst auch, aber man kann ja auch übertreiben. Und, ich muss sagen, ich habe sehr viel Sachen gegessen, Brokkoli was nicht normal Tag, war. Und habe auch dann auch vergessen, mal das Lauftraining einfach hinten an. Natürlich. Ich wollte einfach das Leben genießen, wie es denn dann. Ja, vergiss es. Ich habe gemerkt, als ich zurückkam, dass es nicht einfach war. Ja. Und dann Klinsmann? Klinsmann und dann dann war ein Spiel, wo dann, guck mal, das war das erste Freundschaftsspiel von Klinsmann gegen Österreich, wo wir 5-2 gewinnen und dann hat er mich angerufen, ja, er wird mich dann wieder einladen. Wo waren Sie da, als er Sie erreicht hat? Ich war gerade in Gelsenkirchen. Ja. Und dann wurde ich vom Schalke angerufen, hier, du musst dann schnell nach Frankfurt sind wir. Ja. Und dann bin ich dahin. Also Sie haben mit ihm persönlich gesprochen? Ja, der hat angerufen, dass er mich einladen will. Und dann muss ja Schalke alles klären, wegen wie ich dann hinkomme, wie ich nach Frankfurt komme. Weil es also geklärt hat, dann bin ich nach Frankfurt gefahren. Ja. Hat er mir gesprochen, dass das nicht eine Not ist, sondern dass er mit mir plant. Und überraschenderweise war ich dann beim ersten Spiel direkt von Anfang an, habe ich gespielt. Ja? Ja. Und das heißt, der Nationalspieler hat, der Trainer hat die Telefonnummer von jedem Spieler? Ja, also ich meine, das bekommt er schnell. Ja. Das bekommt er schnell. Also das finde ich aber auch gut, dem Trainer die Nummer nicht zu geben, oder? Dem Nationaltrainer. Also jetzt meine, nicht. Aber meistens, also wenn er ohne Nummer anruft, dann geht man automatisch nicht ran. Und dann kriegt man auf und mal ein SMS, geh mal ran, ich bin es. Wie reagieren die etablierten Nationalspieler, wenn da so ein Star aus Schalke dann neu dazukommt?
Also die kannten mich ja schon, Ja, aber noch nicht im Kreis der Nationalmannschaft. Ja, ja doch schon total. Ich war ja schon da, die meisten kannte ich ja schon, aber es war ja wieder halt zu der Truppe zu kommen. Ich meine, das war ja das legendäre Finale in Yokohama. Yokohama, wo ich schon da war ich dabei und danach war ich ja noch ein paar Mal dabei, dann war ich nicht mehr dabei. Ja. Und lustigerweise, ich habe noch nie EM mitgespielt. EM war ich nie dabei, ich habe nur WMs gespielt. Natürlich. Das tut mir die besten Sachen. Das ist doch logisch. EM soll mal die anderen machen, oder? Ja. Und welcher? War mal erfolgreich. Ja. Finale. Ja. Und wie war das in Yokohama? Ist das ein einmaliges Ereignis im Leben, oder? Ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen, um was es wirklich ging. Also es war so klar, WM, mein Fußball will mal dabei sein und so, aber wenn man wirklich nachhinein so nachdenkt, so, es stand mal im Finale. Ja. Einen gewissen Spieler und dann, wir hatten wirklich eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Leider verlieren wir dann 2-0, aber wie gesagt, es war mein Erlebnis, aber zu sehen, was so ein Spieler mir auf dem Platz stand und meine Chance zu sehen, hätte man den anderen, den Brasilianern zuzuschauen? Ja, wir haben nicht zugeschaut, wir haben mitgespielt. Hey, Ronaldo. Aber es war ein Erlebnis, muss man sagen. Ja. Von wem haben Sie Trikottausch gemacht? Das muss ich mal erzählen, also nach dem Spiel sind wir rumgelaufen und so und ich habe leider kein Trikot bekommen, da habe ich dann ein Trikot von Kaká. Ich so, Ronaldo und so, dann krieg ich schon ein Trikot von Kaká hin und her. Und dann bin ich dann irgendwie zu Hause, hab dann irgendwie ein Trikot irgendwo hingeschmissen und ein paar Jahre später, wirklich ein paar Jahre später merke ich so, Kaká. Ja. Und auf einmal war er bei Mailand und so, den kenn ich doch irgendwo her. Dann hab ich wieder mein Trikot gesucht. Aber damals hat er nicht gespielt. Aber man muss ja auch vorstellen, Kaká kam mit dem Asamoah-Trikot nach Hause. Aber da fing die Karriere erst an von Kaká, oder? So ist das, da kann man hoch. Wie ist es eigentlich als Spieler, wenn man sagt, ja, ich sitze auf der Bank und ich möchte für das Team und so. Wie verarbeitet man das, wenn man eigentlich spielen möchte? So wie Kaká jetzt bei Mailand, da kommt er irgendwie bei Madrid, da kommt er irgendwie in der letzten Viertelstunde in Manchester. Ja, es ist ja nicht einfacher, wenn du dann als Spieler immer ständig gespielt hast, ständig da immer zu den ersten Elf gehört hat, dass du auf einmal nicht dabei bist, ist schon schwer damit umzugehen. Aber man muss als Profi auch damit umgehen können, zu sagen, okay, man darf das nicht an der Mannschaft ranlassen, aber trotzdem versuchen, mit Sicherheit damit klarzukommen. Weil ich meine, man will ja Fußball spielen. So ist ja mal schade, wenn dann gewisse solche Superspiele wie gegen Mailand, dass man auf der Bank ist und vielleicht 15 Minuten spielt, tut schon weh. Also, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie zu Besuch waren. Das ist das Buch, liest sich sehr, sehr amüsant, meine Damen und Herren. Wir drücken die Daumen, es wäre natürlich schön, ein Relegationsspiel Greuther Fürth gegen 1. FC Köln. Das wäre natürlich was. Bisschen ranhalten, ja? Schön, danke schön. Vielen Dank für den Besuch und toi, 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 alles Gute. Gerald Asamoah, meine Damen und Herren, morgen, mein lieber Freund, ebenfalls mit einem sehr empfehlenswerten Buch unterwegs. Waldemar Hartmann und Musik, Binky Shapiro und Adam Green. Danke fürs Zuschauen, gute Nacht. Ciao.